Holunder, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Part 6, den wir direkt, weil sonst kriege ich das zeitliche alles überhaupt nicht unter, mit einer Wagenladung an Boosterpack-Öffnungen starten wollen. Es waren wirklich ein paar sehr durchzockte Pfingstfeiertage für mich. Ich habe anständig durchgesuchtet, muss ich ganz ehrlich sagen, und ja, mir dabei so einige Booster-Packs verdient, unter anderem natürlich für das erste gewonnene Spiel im Modus Spielen. Dann habe ich noch ganze 3 Booster-Packs bzw. 300 Gold für 100 Siege in beliebigen Modis erhalten und habe natürlich auch mir Mühe gegeben, die täglichen Quests zu absolvieren und mir nebenher natürlich noch ordentlich Gold zu verdienen, denn für 3 Siege gibt es ja immer 10 Gold aufs Konto. Und ja, damit habe ich mir so einige Booster-Packs erspielt, die ihr jetzt gerade geöffnet seht. Und da waren ein paar wirklich tolle Karten dabei. Also ich hoffe, ich konnte jede Karte lang genug einfangen. Ich habe nicht immer so wirklich darauf geachtet, wie lang die Karten im Bild sind, denn ich habe ja nebenher auch mit, ja, Leuten geschnackt, die auch Hearthstone spielen, und dann müsste ich natürlich immer davon berichten, und dann ist man natürlich mal auf einer Karte länger geblieben, wenn man gesagt hat, oh mein Gott, diese Karte, und dann gab es wieder Karten, wo man so gesagt hat, ja okay, die Karte. Also ich hoffe, ihr könnt anständig sehen, was ich hier so alles erhalten habe. Ansonsten seht ihr ja einiges davon bestimmt auch in den heutigen Spielen benutzt, denn während wir, beziehungsweise ich, diese Packs öffne und ihr mir dabei zuseht, beziehungsweise meine Vergangenheits-Ich dabei zuseht, möchte ich hier noch kurz erzählen, was ich jetzt in Zukunft hier mit Hearthstone vorhabe. Und zwar ist der heutige Part, Part 6, den übertriebenen Booster-Pack-Öffnungen gewidmet, auch wenn das eigentlich gar nicht so geplant war. Und wir werden uns heute in 2 Spielen den ersten, ja, random Personen des Internets stellen. Personen, die keiner kennt. Komplette, ja, ich will jetzt nicht No-Names sagen, weil das hat immer so einen negativen Beiklang, aber ja, komplette Stranger eben. Wir wissen nichts von ihnen. Wir kennen ihre Geschichte nicht. Wir wissen nicht, was sie dazu motiviert, hier dran teilzunehmen. Vielleicht sind sie ja antike Pharaonen, die versuchen, die Welt vor magischen Spielkartenfiguren zu retten. Ich habe keine Ahnung. Und ja, das wird quasi Part 6, der Jubiläumspart, der Random Internet Guys. Episch. In Part 7 feiern wir dann das Jubiläum des Co-Kommentators. Da ist nämlich, wenn alles glatt läuft, der gute und allseits bekannte Dero hier auf diesem Kanal mit dabei, der dann mit bzw. gegen mich spielt und auch mit kommentiert. Wieder ein Jubiläum abgehakt. In Part 8 jubilieren wir dann in den Ranglistenspielen. Dann werden wir gemeinsam die ersten Ranked Games meines Kanals, meines Battle.net-Accountes bestreiten. Auch davon habe ich bis jetzt abgesehen, da ich euch, wie gesagt, an den großen Jubiläen, die man hier so in Hearthstone haben kann, dabei haben möchte. Und ja, ich muss mich auf jeden Fall so schnell wie möglich in die Ranked Games stürzen, denn wie ich mitbekommen habe, geht so eine Season in Hearthstone immer nur einen Monat. Wir befinden uns derzeit in Season 3. Und es gibt für einen gewissen erreichten Rang halt gewisse Kartenrücken am Ende der Season. Und ich habe gesehen, dass es für Season 3 Kartenrücken mit Regenbögen gibt. Und das ist einfach sowas von fabulös. Da muss ich dabei sein. Ich brauche diesen Regenbogen-Kartenrücken. Und daher stürzen wir uns in Part 8 in die Ranked Games. Und in Part 9 geht es dann in die Arena. Die habe ich auch noch nicht gespielt, was man vielleicht daran sehen kann. Beziehungsweise ihr seht es ja gerade nicht, weil ihr ja gerade gebannt auf die Booster Packs starrt, beziehungsweise auf den Inhalt der Booster Packs. Aber wie man vielleicht in den anderen Videos im Hearthstone Hauptmenü gesehen hat, ist die Arena bei mir noch blau umrandet. Das heißt, auch diese habe ich noch nie betreten. Und das tun wir dann in Part 9. Das Konzept der Arena wurde mir schon so ein bisschen erklärt, aber wie gesagt, ich gucke mir das dann mit euch an. Und ja, dann haben wir quasi alle Jubiläen, die man so in Hearthstone haben kann, durch. Und in Part 10, wie gesagt, jubiliert dann nochmal ihr. Dann seid das erste Mal ihr die Abonnenten dabei in Spielen gegen mich. Und ja, ab dann habe ich, denke ich, so alles durch, was man hier in Hearthstone zum ersten Mal tun kann.
und in einem Let's Play auf einem YouTube-Channel mit Hearthstone zum ersten Mal tun kann. Und ab dann geht das natürlich auch mal mit den anderen Let's Play-Projekten auf diesem Channel weiter, ist ja ganz klar, die habe ich ja bei dem ganzen Hearthstone-Spielen nicht vergessen. Und für Hearthstone geht es dann willkürlich weiter. Wie es mir gerade in die Laune passt, spielen wir dann Arena, Ranked, Unranked, mit euch, gegen euch, von euch, zu euch, hinter und neben euch und eure Mütter. Und ja, wir schauen dann einfach, wohin uns das Projekt so treibt. Die Booster-Packs werde ich natürlich auch in Zukunft immer aufnehmen und immer am Anfang eines Parts die im Offplay gesammelten Booster-Packs dann öffnen und so ein bisschen palabern, so wie ich es jetzt halt eben gerade in diesem Moment tue, bloß hoffentlich ein bisschen weniger Booster-Packs, weil das war jetzt schon eine Masse. Aber mein Gott, ich bin halt gerade neu ins Spiel reingekommen und ich wollte halt spielen und dann habe ich es halt... Ja, die Zeit war da, es waren ja Feiertage und dann übertreibt man es halt mal, das ist doch ganz klar. Mein Schuck ist auch mittlerweile schon auf über Level 30. Ich habe auch angefangen, viel Magier zu spielen, aus dem einfachen Grund, weil Magier ist gleich schnelles Geld, zumindest in dem Levelbereich, in dem ich meine würdigen Gegner finde, finde ich den Magier sehr, ja... Face-Rolling möchte ich es jetzt mal nennen, ohne die Magierspieler unter euch zu beleidigen, aber es ist ziemlich leicht, sich mit einem Magier-Deck schnelles Geld zu verdienen, da der einfach schon saustarke Karten in den Standard-Sets hat und ich auch noch ein paar gute Karten aus den Booster-Packs gezogen habe, war das Magier-Deck leicht verdientes Geld, ja. Ich habe es für das Geld getan, okay, ich gebe es ja zu. Mit dem Magier werden wir heute allerdings nicht spielen, aber auch nicht nur mit dem Schurken, sondern natürlich auch mit, wie angedroht, meiner zweiten Lieblingsklasse, dem Hexenmeister. Ich gebe noch ein kurzes Recap über die aktuellen Level meiner Heldenklassen. Der Schurke Level 31, wie gesagt, einige Spiele hinter mir. Mit Level 32 gibt es die nächste goldene Karte. Die Klinge der Assassinen, die werden wir aber heute wahrscheinlich nicht erst spielen. Mit einem Spiel wird das wohl nichts mit so viel Erfahrung. Der Hexenmeister auf Level 12 habe ich bisher nur ein bisschen gespielt, weil ich einfach das Gefühl hatte, mir fehlen noch essentielle Karten. Das Gefühl habe ich immer noch, aber ich möchte es heute einfach nochmal versuchen, weil ich doch ein paar Karten aus den Booster Packs gezogen habe und einfach mal schauen möchte, wie sich das jetzt gerade so spielt. Also ich weiß nicht, wie das Hexenmeister-Spiel laufen wird. Allgemein weiß ich sowieso nicht, wie die Spiele laufen werden. Den Priester habe ich mittlerweile auf Level 18. Ja... Priester, super nervig, aber ich nerve ja auch super gerne. Deshalb, ich hasse es, gegen Priester zu spielen, aber ich liebe es, ihn selbst zu spielen. Und ich verstehe, warum Leute Priester spielen, weil das einfach richtig, richtig, ja, ich weiß kein besseres Wort dafür, als Abfuck ist, wenn man es richtig tut. Jäger 12, Druide 12, Schamane 11, das sind die Decks, die ich eher seltener spiele. Was jetzt nicht daran liegt, dass ich irgendetwas gegen diese Klassen habe, sondern einfach, dass... ich, ja, jetzt nicht so die Karten hatte, um mir irgendwie Decks zusammenzustellen. Wobei ich jetzt für Jäger und Druiden gerade ein paar neue Karten aus den Decks gezogen habe, weshalb die auch schon auf Level 12 sind, da ich es ja eben doch jetzt gestern mal ein bisschen gespielt hatte. Der Magier auf Level 25, wie gesagt, meine zuverlässige Goldquelle und hier hängt noch der zuverlässige Schuss rum. Paladin Level 11... einmal oder zweimal noch gespielt und Krieger Level 10, den habe ich seit dem Level-Up überhaupt nicht mehr gespielt. Einfach, ja, es gibt keinen wirklichen Grund, es hat sich einfach nicht so ergeben, da hat mich nichts gereizt. Ich habe noch nicht wirklich Karten, wo ich sage, ja, jetzt ein Krieger-Deck mit diesen Karten. Also, aber das kommt alles noch. Ich werde jede dieser Klassen noch ausgiebig spielen in diesem LP und auch privat. Aber die Karten müssen halt erstmal erspielt werden und derzeit konzentriere ich mich halt darauf, ein Schurkendeck aufzubauen. Was natürlich noch seine Zeit dauern wird, denn, naja, Booster Packs sind eben Glück und so Karten zu craften ist eben sehr teuer. Ich erzähle gleich weiter, wir melden uns jetzt erstmal schon mal an, damit hier auch mal irgendwas passiert mit dem Hexenmeister. Ja, Kartencraften ist wie gesagt teuer, man muss ja erstmal Karten dafür entzaubern. Eine neue weiße Karte, also mit dem geringsten Seltenheitswert zu craften, kostet 40 Staub, den man durchs Entzaubern bekommt. Und eine weiße Karte zu entzaubern gibt 5 Staub.
seltenere Karten zu entzaubern, gibt natürlich mehr Staub, aber das sind dann natürlich auch seltenere Karten. Und ich kann mich ja sowieso schon so schlecht von Sachen trennen. Und deshalb, also ich habe mir was gecraftet. Ich glaube, eine Karte oder zwei. Ich glaube, zwei Karten. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und ja, ansonsten, es ist halt schwer. Ich muss halt erstmal mit den Booster Packs Karten sammeln. Und wenn ich dann mehr als zwei Exemplare von einer Karte habe, dann entzauber ich auch die gerne, weil man kann ja sowieso nicht mehr als zwei im Deck haben. Und ja, ansonsten sehe ich aber nicht wirklich. Na gut, einen Sinn darin sehe ich schon, aber ich möchte es halt nicht. Die Karten habe ich mir hart erspielt und ich will die nicht einfach so hergeben. So, und jetzt sind wir hier im Spiel. Hexenmeister gegen Jäger. Keine Ahnung, wie das wird. Mal gucken. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel Spielerfahrung mit dem Hexenmeister. Hab aber im Allgemeinen, muss ich ganz ehrlich zugeben, also jetzt mal ohne hier überheblich zu klingen, ich habe schon einiges an Erfahrung jetzt gesammelt. Also ich denke, dass das schon ein starker Kontrast ist zu den anfänglichen Parts, was ja auch ganz klar ist. Wie gesagt, ich habe viel gespielt, ich hatte am Anfang überhaupt keine Ahnung und einen gewissen Fortschritt macht jeder und ich möchte mich als sehr lernfähig mal bezeichnen. Denn ich bin ja nun kein Neuling zu Trading Card Games und ja, auch ansonsten relativ ehrgeizig, wenn es um Videospiele geht. Und ich spiele jetzt einfach mal meinen Map Bomber und hoffe, dass er nicht auf meinen Leerwandler schmeißt. Ja, ja, den einen Schaden nehme ich in Kauf. Hauptsache mein Leerwandler lebt noch. Da fühle ich mich einfach so sicher, wenn da so ein Spottmonster liegt, selbst mit einem Schaden. Ich weiß, dass dieser Murloc jetzt auf den Leerwandler hauen muss. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was dieser Jäger für ein Deck spielt. Aber gut. Ich spiele auf jeden Fall. Meine weltlichen Ängste. Fügt einem Diener einen Schaden zu, zieht eine Karte, wenn er dadurch vernichtet wird. Der Leparagonom hat nur einen Leben. Und daher wird er wohl dadurch vernichtet werden. Und mir eine Karte schenken. Eine meiner neuesten und liebgewonnensten Karten, nämlich den Messer-Jongleur, fügt. Moment, ich spiele ihn erstmal. Und greife erstmal an. Ich lese das während seines Zuges. Da habe ich sowieso was zu tun. Nun gut. Ich glaube, wir machen heute drei Spiele. Das war ja nun nicht wirklich etwas. Ich konnte jetzt auch nicht gerade mein Hexer-Deck gut austesten. Einfach nochmal. Ignorieren wir das. Jedenfalls fügt der Messer-Jongleur einem zufälligen Feind, auch dem Helden, einen Schaden zu, jedes Mal, wenn ich ein Monster spiele. In dem Hexer-Deck kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich sag einfach, derzeit habe ich sowieso noch keine besseren Karten. In meinem Schurkendeck oder einem Jäger-Deck ist das zum Beispiel wirklich sehr toll, weil man sehr viele Monster in einem Zug spielt. Und was ist heute mit den ganzen Jägern los, die ich hier sehe? Ja, wie gesagt, man spielt, oder man hat zumindest die Möglichkeit, sehr viele Monster in einem Zug zu spielen. Und da ist der Messer-Jongleur natürlich wirklich toll. Und auch so, also du kannst einfach direkt Monster schwächen oder dem Gegner natürlich ein bisschen gratis Schaden reindrücken. Aber besonders toll ist es, wenn du Monster schwächst oder schwache Monster mit 1 HP, die aber irgendwie einen nervigen Effekt haben, einfach so aus dem Verkehr ziehst. Das ist, also ich mag die Karte des Messer-Jongleurs wirklich gerne und es ist schade, dass ich sie bisher nur einmal habe. Aber natürlich gut, dass ich sie überhaupt habe. Denn ich habe sie oft gesehen und sie hat mich oft aufgeregt und ich habe mir gedacht, ich will die Karte auch. Die passt so gut, vor allen Dingen zu meinem Schurkendeck und dann habe ich sie aus dem Booster gezogen und war ab sofort ein freudiges, tanzendes, über Blumenwiesen hüpfendes Bärchen der irdischen Wohltaten. Und ich hoffe, das ist nicht so einer dieser Gegner, die ewig für ihre Züge brauchen. Denn ich hasse es, wenn sich Züge verspäten. Aber irgendwie, ja, glaube ich, dass das hier der Fall sein wird. Wir können ja ein bisschen mit dem... Oh, jetzt bin ich dran. Was für ein Sack. Na, ich kann sowieso nichts machen. Mit dem Brett herumspielen hier. Man kann zum Beispiel hier diese, wie nennt sich das? Drachen? Kann man das als Drachen bezeichnen? Hat bestimmt irgendeinen Namen. Wegfliegen lassen. Hui! Ein bisschen an der Lampe. Das Licht an und aus machen hier im Fenster. Und
den Gongschlag und natürlich meine Lieblingsbeschäftigung hier auf dem Feld. Hier das Gemüse kaputt machen. Hier auf die Wasser. Ich nenne es jetzt Wasserrutsche. Klicken und neues Gemüse wachsen lassen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Karotte und das sind Rüben. Aber ich möchte jetzt hier gerne noch so eine Melone haben. Genau, da ist eine Melone. So, jetzt haben wir hier eine wirklich mannigfaltige Gemüsevielfalt. Sieht köstlich aus und den Beutehamsterer erledigen wir natürlich mit unseren weltlichen Ängsten. Dann darf er zwar eine Karte ziehen, aber das kann ich sowieso nicht verhindern und ja, dann ziehe ich halt auch noch eine Karte, nicht wahr? So, den Flammenwichtel spielen, der fügt mir jetzt leider 3 Schaden zu, aber das ist quasi der Preis dafür, dass er nur einen Mana-Kristall kostet und ja, dafür 3 Schadenspunkte bietet. Von daher, vielleicht würde ich ihn nicht im Deck haben, wenn ich andere Karten hätte. Derzeit ist er aber ein gutes Monster fürs Early Game. Der Hexenmeister besteht ja sowieso darin, sich dauernd selbst Schaden zuzufügen. Ein bisschen, ja, masochistisch veranlagt. Aber gut. Es soll mein Schaden sein, aber seiner dafür auch. Wenn er mich denn dann irgendwann Schaden machen lässt. Meine Güte, was tut der denn? Hat er seine Hamster nicht gefüttert hier? Ich fliege dabei das Spielfeld. Vielleicht grabe ich ja irgendwelche Fossilien oder so aus. Das heilige Helix-Fossil, das sagt mir dann, was ich zu tun habe. Okay, den verrückten Bomber möchte ich jetzt nicht spielen. Meine Schnuckelbus, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die würde mir dann eine Karte abwerfen. Das ist halt auch ihr... Ich frage mich... Ja, kommt. Was wird es? Ah, mein Ogre der Felsfäuste, okay. Gut, starkes Late-Game-Monster weg, aber vielleicht schaffe ich es ja, das Spiel early zu beenden. Das, dann lohnt es sich ja wieder. Die Succubus werde ich zu gegebener Zeit auch noch entfernen, auf jeden Fall. Wie gesagt, das Hexerdeck ist alles andere als ausgereift. Ich habe auch alles andere als viele Karten dafür. Derzeit gebe ich mich halt mit dem zufrieden, was ich habe. Oh, und da ist noch ein Succubus. Okay, Blutsauger. Saug, saug, saug. Den Rest erledigt dann mein Flammenwichtel. Und somit steht mir der Weg offen. Zu deinen Lebenspunkten. Mhm. Was er wohl auf der Hand hat. Er sammelt so viele Karten an. Er hat irgendwas Großes. Und ich rede aber ein bisschen am Wasserrad. Hui! Kann man noch irgendwas machen? Hier das Fenster? Nope. Den Baum? Nope. Die Tür kann man, glaube ich. Ja, die Tür kann man öffnen. Drachen haben wir schon wegfliegen lassen. Hui! Nicht an und aus. Hier, vielleicht den Gong schlagen, damit er mal aufwacht. Ogo, Ogo. Ich habe nicht ewig Zeit. Tödlicher Schuss. Au. Okay, den Bussard will ich loswerden. Den will ich ganz, ganz schnell loswerden. Verderbnis ist mir dabei nicht schnell genug, weil der erst nach seinem nächsten Zug stirbt. Und deshalb spiele ich den verrückten Bomber, verursacht 3 Schaden auf zufällige Ziele. Und ich hoffe einfach, dass eines davon der Bussard wird. Nope, nope, nope. Vielen Dank auch. Das ist mir wirklich eine große Hilfe. Also 3-mal in mein Gesicht schmeißt. Obwohl du auf der anderen Seite 2 mögliche Ziele hast. Vielen Dank. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum spielst du diese Karte? Weil ich diese Karte liebe. Wenn sie funktioniert. Und es gibt eine Karte. Ich weiß gar nicht, ob ich sie in diesem Deck habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, was ich in das Deck gepackt habe. Mit der sie ganz hervorragend funktioniert. Und dann kann er auch ruhig auf mich schmeißen. Beziehungsweise auf das Monster, was dann hier noch liegt. Aber das werdet ihr wahrscheinlich irgendwann mal sehen. Ich werde dann nochmal drauf zurückkommen, sobald wir mal in dieser Situation sind. Jetzt hat er leider nicht funktioniert. Aber wenn er funktioniert, dann liebe ich diese Karte. Sehr einfach, um eben solche nervige Karten wie den Bussard auszuschalten. Da braucht man halt bloß ein bisschen Glück. Und in diesem Fall hatte ich das nicht. Aber es gab schon schlimmere Situationen. Da hatte ich die gleiche Feldsituation und mein Gegner 4 Karten, also 4 Monster, inklusive seines Heldens. Dann noch, also 5 mögliche Ziele für meinen Bomber und er schmeißt 3-mal direkt in mein Gesicht. Das ist, ja, war sehr toll. So. Die Deity werden wir verderben.
Und Adalas? Noch ein Schattenblitz. Ich möchte meine Succubus weg, ich weiß nicht. Ach, kommt! Oh Gott! Ja gut, ein Schattenblitz. Ein Schattenblitz. Wobei das überhaupt nicht gut war. Weil jetzt wird er es mit seinem... Okay, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Missplay. Vielleicht greift er meinen Hexenmeister an. Aber sonst habe ich jetzt gerade die Succubus und damit meinen Schattenblitz eigentlich verschwendet. Das war nicht gut. Nicht gut. No, no. Nicht im geringst. Ich pflanze mal neues Gemüse. Oh ja, wieder schöne Auswahl. Und natürlich kommt Mischa als zufälliger Tierbegleiter. Okay, er hat nicht meine Succubus angegriffen. Er will nur meinen Helden töten. Was für ein Trottel. So. Auf jeden Fall Schattenblitz. Hier, da, stirb. Adalas, auch wenn ich eigentlich nicht mehr die HP dazu habe. Aber ich brauche Karten. Karten. Es wird ein knappes Ding. Aber ich denke nicht, dass ich das Spiel gewinnen werde. Ich weiß nicht, was er da noch hat. Und ich kenne Jägerdecks. Ich sehe massig Jäger in dem zufälligen Modus. Eben random. Ihr wisst schon, gegen random Guys. Und ja, Jäger und Magier sieht man wirklich zuhauf. Und ich weiß schon, was da in den Decks so teilweise auf mich warten kann. So. Und ich denke nicht, dass ich jetzt seinen Schildmeister angreifen werde. Der ist jetzt ja kein Problem mehr. Ich liebe übrigens diese Eule. Bringt einen Diener zum Schweigen für gerade mal 2 Mana-Punkte. Mana-Kristalle. Ich fühle mich relativ sicher, auch wenn ich glaube, ich weiß, dass jetzt gleich ein tödlicher Schuss kommt und ich dann doch den Schildmeister hätte töten sollen, aber er wäre sowieso nicht gestorben, weil meine Succubus hätte nicht genug Angriffspunkte gehabt und die anderen beiden hätten nicht angreifen können, also, ne? Okay. Das ist zum Beispiel eine ganz furchtbare Lass die Hunde los. Zu Englisch, Unleash the Hounds. Ich hasse diese Karte. Sie ist jetzt hier nicht so schlimm gewesen in diesem Fall. Natürlich auch nicht toll, denn er hat mein Feld leergeräumt. Aber es gibt noch weitaus schlimmere Kombinationen mit dieser Karte. Vor allen Dingen, wenn der Bussard, den ich vorhin getötet habe, auf dem Feld liegt. Dann will ich diese Karte wirklich als letztes sehen. Oder eine Hyäne, die Schadenspunkte erhält, immer wenn Wildtiere sterben und er dann einfach mit seinen sämtlichen Hunden Kamikaze betreibt. Alles Karten, die ich nicht sehen möchte. Nope. Ja, ich möchte das tun. Ja, ich möchte diesen Teppich kaufen. Ich will ihm nicht mehr Monster lassen als nötig. Ich habe Angst davor, meine Schreckensäulenbestie zu spielen. Derzeit lohnt es sich einfach nicht. Ja. Na, lass uns auf Wasserrad drehen. Hui. Hui. Der Erntegolem. Todesröcheln ruft einen beschädigten Golem 2-1 herbei. Diese Karte befindet sich auch in meinem Schuckendeck. Eine meiner gecrafteten Karten. Oder die gecraftete Karte. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mehr Kraft gemacht habe. Kein Plan. Okay. Ja, kommt. Eieiei. Das wird eine knappe Kiste. Ich weiß nicht, was er auf der Hand hat. Ich weiß, dass ich nichts auf der Hand habe und auf die nächste Karte, die ich ziehe, angewiesen bin. Ich könnte nochmal Adalas benutzen, aber... Obwohl, nein. Nicht mit seiner Heldenfähigkeit. Oh. Jetzt muss was kommen. Jetzt muss... 2 sind 4. Es wird jetzt... Ja, es wird jetzt... Ne? Hat er ein Monster mit einem Angriff und kann mich angreifen? Dann ist vorbei. Hat er nichts, dann habe ich gewonnen. Vielleicht hat er auch den arkanen Schuss auf der Hand. Dann habe ich auch verloren. Oh Gott. Das sind gar keine Handkarten.
Das ist... No! No! Au! 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 Oh Gott, das wird aber schlimmer. Ah! Na gut. Unleash the Hounds, meine Freunde. Fürchtet diese Karte. Ja, wenigstens ein Level ab. Mit Stufe 15 gibt es dann die erste goldene Karte für das Hexenmeister-Deck. Aber gut, es war eine knappe Kiste. Hätte er jetzt nichts auf der Hand gehabt, wäre der Sieg mein gewesen. Gut, muss man mitleben. Schurke? Schurke. Lass uns doch ein Schurkenspiel spielen und dann diesen Part beenden. Ob im Sieg oder in der Niederlage. Egal, was auf uns zukommt. Na los. Ein würdiger Gegner. Fast wär's der Kartenzinker geworden. Ein Glück nicht. Valera gegen Malfurion. Ein Druide. Na wenigstens mal kein Jäger oder Magier. Seid auf der okay. Fleischfressender Ghoul habe ich gerade erst vor der Aufnahme ins Deck getan. Einfach um auszuprobieren, wie er sich hier macht. Ich denke, ich behalte die Starthand. Auch wenn das natürlich nicht wirklich die besten Monster fürs Early sind. Den verrückten Bomber mag man sich eigentlich aufheben. Wobei er auch Early gut sein kann, je nachdem, was er jetzt spielt. Und der fleischfressende Ghoul natürlich auch erst wirklich, seinen Nutzen entfaltet, wenn hier Diener auf meiner Seite sterben. Ich möchte jetzt zum Beispiel nicht den Ghoul spielen und dann den Bomber aufs Feld legen. Und dann schmeißt der Bomber dreimal auf den Ghoul, bei meinem Glück. Aber man weiß halt nicht, ne? Man weiß halt nicht. Ist ja auch immer ein bisschen Glück bei der Sache. Nicht nur mit den Karten, sondern natürlich auch, was man zieht. Das war's. Und ich mag es übrigens viel lieber, als zweites dran zu sein. Erstens, weil ich dann sehe, was der Gegner tut. Und zweitens, weil ich dann die Münze habe. No. Okay. Jetzt haben wir so einen Fall. Von Todesschwinge. Feendrache, eine super nervige Karte. Und ich hoffe jetzt einfach auf meinen Bomber. Vielleicht habe ich Glück. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Nope. Nope. Ja. Naja. Also irgendwie wenigstens nicht dreimal in mein Gesicht. Immer das Positive sehen, immer das Beste aus der Situation machen. Aber der Bomber mag mich heute nicht. Der weiß, dass ich aufnehme und führt mich jetzt hier ein bisschen vor. Die Sau. Oh, miau. Oh, au. Ach, gefällt mir schon wieder gar nicht. Anregen! Na, was hatte ich denn angeregt? Ach, der Eisenpelzkasten. Ja, ja, ja. Ich verstehe. So. Heftdolchfächer. Damit werde ich deinen Drachen los und krieg zumindest noch eine Karte. Gegen den Grizzly kann ich gerade nichts tun. Na dann. Ogo, Ogo. Oh Gott, Bären. Bären. So, liebe Elfenschütze. Nochmal Schaden. Und dann nehme ich meine neueste Waffe, die Klinge des Verderbens. Die in einer Kombo zwei Schaden anstatt einem verursacht und kann damit schon mal einen Grizzly ausschalten. Verdammt. Dann nehme ich die drei Schaden in Kauf und nehme auch noch die gleiche zweiten Christi raus. So. Sind wir die Bären los? Wir müssen sie nie wieder in diesem Spiel sehen. Außer er hat noch andere Bären in diesem Deck. Oh Gott. Das Dingo. Ja. Er scheint Spottkreaturen zu lieben. Hurra. Das ist ja erfreulich. So. Da meinen Redelsführer da die Fei ist. Eine meiner absoluten Lieblingskarten. So, und dann habe ich überhaupt nichts dagegen, deinen Meister von Sejin anzugreifen. Denn ich krieg ja Angriffspunkte. Und wenn du jetzt nicht meinen Ghoul ausschaltest, dann hast du das Problem, mein Freund.
Solltest du den Ghoul ausschalten, hast du sowieso nur noch ein Leben und ich schalte dich dann mit meiner Elfenbogenschützin aus. Es läuft alles nach Plan. Ja, ich habe gewusst, dass ich 10 Leben weniger habe als du und ich schon aus allen Löchern pfeife. Hahaha, wie ich es geplant habe. Vielleicht haben wir ja sogar die Chance, Todesschwinge in diesem Duell zu spielen. Wobei ich das natürlich auch nur tun möchte, wenn ich keinen anderen Ausweg habe, denn, naja, meine ganzen Handkarten zu zerstören, ist ja auch nicht immer so die Lösung, die ich als erstes in Betracht ziehe. Nur wenn sein Feld wirklich, ja, ich möchte es mal gepflegt ausdrücken, vollgeschissen ist. Und ich weiß, dass das jetzt meine einzige Möglichkeit ist. Am liebsten habe ich es ja, wenn das Feld des Gegners, ich will es mal gepflegt ausdrücken, vollgeschissen ist und er keine Handkarten hat. Und ich weiß, wenn er jetzt dann nichts Gutes zieht, dann wird Todesschwinge ihn, ich will es mal gepflegt ausdrücken, anal penetrieren. So. Opfer dich mal. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mir das hier aufhebe für den Klingenwirbel oder ob ich jetzt direkt angreife. Ich tendiere aber dazu, es mir aufzuheben. Ich weiß ja nicht, was gleich kommt. Unleash the Hounds, bestimmt. Es ist ein Jäger in Verkleidung. Druiden können doch verschiedene Gestalten annehmen. Der ist bestimmt ein Jäger. Geladen und entsichert. Okay. Damit kann ich leben. Die beiden sind raus. Es ist immer gut zu wissen, diese Karten sind jetzt raus. Dann kann man mehr planen. Jetzt kann er zum Beispiel nicht mehr einen Schaden auf Todesschwinge machen. Das ist doch Amazeballs. So. Nein. Nein. Es ist eine schwere Entscheidung. Ich würde jetzt gerne ihn spielen und ihn aufmotzen. Das hat er aber nur für einen Zug und ich möchte das nicht für den da verschwenden. Wenn ich jetzt angreife, kriege ich den Schaden und meine Waffe ist weg. Ich könnte aber Klingenwirbel machen, dann würde ich den Schaden nicht kriegen. Aber dann habe ich keinen Klingenwirbel mehr. Ja, komm, ich mache das jetzt erstmal so. Vielleicht ist es ein Fehler, vielleicht nicht. Aber Fehler müssen auch mal gemacht werden. Denn nur so lernt man. Und auch wenn es gerade für mich nicht sonderlich gut aussieht, denke ich schon, dass ich immer noch in einer relativ guten Position bin. Ich habe Todesschwinge auf der Hand, das ist immer eine gute Position. Wenn man natürlich lebt, bis man 10 Mana-Kristalle hat. Aber ich würde ihn euch schon gerne zeigen. Wo soll ich zuschlagen? Und der passt mir jetzt überhaupt nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, er liebt seine Spottkreaturen, vor allen Dingen Spottbären. Dude, du hast 0 Mana. Beende deinen Zug. Die Karte ist wunderschön, die du da hast. But let me play, please. Hier. Mach erstmal das Feld kaputt. Hier, da. Tür auf, da zieht's. Da werden alle da drin krank. Hahaha. Ja, hier können sie keine Melonen mehr essen. Ich schuft. Ich will sie nicht verschwenden, aber ich muss. Ich muss. Du fliegst voll in sein Gesicht. Oh Gott, nochmal 4 Schaden. Ich weiß nicht, ob ich hier das Richtige tue, diesen ganzen Schaden von den Monstern zu fressen. Das hätte ich vielleicht mit dem Erntegolem machen sollen. Ich weiß es nicht. Man kann ja nicht wissen, was jetzt kommt. Oh Gott. Not this tree. Ich könnte ja mal, also so ganz crazy, mal ein Attentat ziehen. So eine Schurkenkarte, die ich so habe in meinem Schurkendeck. Das wäre mal eine echt töffige Geschichte. Aber irgendwie, irgendwie mag mein Deck nicht. Es mag nö, so Attentat, nee. Spiele jetzt deine ganze Hand und dann spiele ich Todesschwinge. Dafür würde ich auch meinen Klingenwirbel opfern, auch wenn ich diese Karte abgöttisch liebe. Weil Schurken sonst
nicht wirklich AOE-Spells haben. Diesen Dolchfächer, ja, aber halt so einen richtig starken AOE. Haben wir eigentlich nur den Klingenwirbel, ne? Vielleicht gibt es noch Karten, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Wo soll ich zuschlagen? Aber. Hey Leute, ihr seht Todesschwinge. Den Drachenaspekt der Erde. Der Vernichter aller Diener und Miss Azeroth 2013. Ugo. Los geht's. Und jetzt hast du eine Instant Death Karte auf der Hand. Für Diener. Oder eine 4-Damage-Karte. Aber ihr habt ihn gesehen. Wir haben Todesschwinge ausgespielt. Der Part ist gut. Ich habe ein riesiges Gewehr. Na. Es gibt keinen Weg mehr, um zu gewinnen. Er kann mir in der nächsten Runde einfach wieder Schaden machen. Von daher, wir haben Todesschwinge gespielt. Es hat nicht sollen sein. Aber es ist zumindest nichts Einseitiges gewesen. Das war das vergangene Spiel auch nicht. Es sind keine Niederlagen, für die man sich schämen muss. Und wir haben Todesschwinge gespielt. Es hat zumindest Eindruck geschunden. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt, indeed. Ausgeglichene Matches. Vor allen Dingen das erste, super ausgeglichen. Und ja. So soll es eben für heute sein. Das nächste Mal werden wir dann mit Dero spielen und hoffentlich obsiegen oder zumindest wieder Todesschwinge ausspielen. Ich werde mal schauen, dass ich das nächste Mal auch ein Deck spiele, in dem Hogger enthalten ist. Wie ihr ja gesehen habt, haben wir auch den aus einem Booster-Pack gezogen und Hogger muss einfach mal gespielt werden. All das und noch viel mehr, aber erst in den nächsten Parts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Let's Play Hearthstone. Heroes of Warcraft und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Hearthstone Heroes of Warcraft. Bis Sahne, liebe Freunde. Bis Sahne.